Wir sprechen heute mit der Caroline Rauscher, Sporternährungsexpertin. Und das Thema ist eben, wie man mit Ernährung die muskuläre Regeneration verbessern, verkürzen kann. Caro, jeder Triathlet kennt es. Nach einem harten Training schmerzen die Beine, schmerzen die Arme. Du kennst sicherlich einige Kniffe, wie man mit Ernährung ja, diese kostbare Regenerationszeit verkürzen kann, wenn es halt um muskuläre Regeneration geht. Ja, Regeneration, wie du schon sagst, diese Schmerzen nachher, die sind ja was man letztendlich ja minimieren möchte. Und wenn man sich halt intensiv belastet hat, vor allem halt auch ungewohnt belastet hat von der Intensität, von der Dauer oder einfach ungewohnte ja, Muskelpartien, wo man nicht gewohnt ist, dann ist der Effekt einfach der, dass sich die Kraftentwicklung im Nachhinein verschlechtert, dass die Muskelfunktion verschlechtert ist und dass man Muskelkater bekommt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass zum Beispiel auch Enzyme, die wieder verantwortlich sind, dass sich die Kohlenhydrate in der entleerten, beanspruchten Muskulatur nach der Belastung, sprich in der Regenerationszeit, wieder beladen, also diese Glykogenbeladung stattfinden kann, die werden durch so muskelschädigende Einheiten auch in der Aktivität doch etwas abgesenkt. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, was passiert denn eigentlich bei den Muskelschäden in Anführungsstrichen. Und da ist wichtig, dass man diese Muskelschäden nicht bloß negativ beurteilt, weil es laufen da gleichzeitig also ja mehr oder weniger, hängt von der Intensität ab, entzündliche Prozesse ab. Und da kann man ja auch immer wieder so ein bisschen in der Literatur lesen, ja, entzündliche Prozesse, Schmerzen, nimm halt dann einfach eine Ibuprofen-Tablette etc. Also davon würde ich kategorisch abraten. Erstens einmal Schmerzmittel an sich, bei sowas ist für mich keine Indikation. Und was man bedenken muss, dass eben diese entzündlichen Prozesse, die halt auch in diesem Schmerzgeschehen dann resultieren, total wichtig sind für die Trainingsadaption. Weil du quälst dich ja, dass sich deine Muskulatur adaptiert und dass du unterm Strich die Leistungsfähigkeit nach oben entwickelst. Und wenn man jetzt da zum Beispiel mit so einer Ibuprofen-Tablette rangeht, die hat da ganz klar entzündungshemmende Eigenschaften, dann geht die Entzündung runter und damit deckelt man auch letztendlich diese ganze, ja, diesen oxidativen Stress komplett ab, den ich aber brauche für die adaptierende Antwort im Kraftbereich. Und ernährungstechnisch, ja, da kann man schon einiges machen, vor allem auch schon mit der Basisernährung. Das ist ja so, kennt fast jeder, der sich ein bisschen damit befasst hat, dass man eben nach einer harten Belastung relativ schnell sich wieder Energie zuführen soll. Klassischerweise wird eben da von Kohlenhydraten und von Proteinen gesprochen. Was sind jetzt da die neueren Ansätze in der Ernährungswissenschaft? Also grundsätzlich sind die Ansätze die, dass man weiß, und da kommt man forschungsmäßig immer mehr in die Tiefe, dass eine Interaktion, sprich eine Wechselwirkung ganz klar belegbar ist zwischen Nahrungsbestandteilen und muskulären Strukturen. Und diese Wechselwirkung, diese Interaktion trägt auch maßgeblich dazu bei, wie ausgeprägt die Anpassung ist. Und das, wenn man dann aufsummiert, hat es natürlich ganz klar einen Effekt auf die sukzessive Leistungsentwicklung. Nahrungsbestandteile ganz klar, Proteine, Aminosäuren, dann zum Beispiel auch Kreatin. Kreatin rede jetzt aber nicht in Richtung Nahrungsergänzungsmittel, sondern Kreatin in den Lebensmitteln, in den tierischen, in Fleisch, in Fisch. Hering hat viel Kreatin zum Beispiel. Das ist so ein Ansatz. Und der nächste Ansatz, der, gut, man kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt evidenzbasierte Zusammenhänge, aber es gibt doch Hinweise, dass sich dies positiv auswirkt, sind sogenannte Phytochemikalien. Das hört sich jetzt ein bisschen gefährlich an, ist aber ganz eine seriöse Geschichte. Und zwar, das sind bestimmte Bestandteile, Polyphenole zum Beispiel, in intakten Lebensmitteln wie rote Beete,
wie Ananas, wie Sauerkirschen und Granatapfel. Also alles, was irgendwie so richtig bunt ist, auch Paprika. Da sind diese sekundären Pflanzenstoffe, diese Polyphenole drin. Und die haben wohl eine positive Auswirkung auf diese muskuläre Regeneration in der Nachbelastungsphase. Dann darf man nicht vergessen, das ist jetzt auch, habe ich eine relativ neue Studie, Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind in der Post-Exercise-Phase sehr gut für die muskuläre Regeneration, haben auch auf die Muskulatur einen positiven Einfluss, und zwar in die Richtung, dass sie die Muskulatur von der Sensibilität her verbessern, was die Aminosäureaufnahme dann in den Muskel anbelangt. Man kann diese Omega-3-Fettsäuren jetzt auch in der Prävention nehmen, dass man sagt, gut, man nimmt die schon vor der Belastung, sind wohl auch positive Eigenschaften zu vermerken. Was man zu diesen Omega-3-Fettsäuren noch sagen muss, ist, ich würde jetzt nie einfach unreflektiert Omega-3 in mich reinschmeißen, sondern dass man sich da zum Beispiel diesen Omega-3-Index vom Arzt bestimmen lässt, dass man sieht, wie ist denn die Versorgung überhaupt mit dieser Fettsäure, weil wenn das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 nicht passt, dann kann das auch wiederum negative Auswirkungen haben. Dann kann man auch das Immunsystem beispielsweise schwächen, wenn man unreflektiert Omega-3 reinschmeißt. Noch ein Punkt aus Ernährungssicht fällt mir ein, und zwar die Hydrierung. Sprich, man sollte schon einmal darauf achten, während der Einheit, ja, dass der Hydrierungsstatus so einigermaßen gut im tolerablen Bereich ist. Also man muss nicht allhydriert bleiben, aber halt auch nicht 5% dehydriert. Und dann in der Nachbelastungsphase, dass man da schaut, so über die nächsten paar Stunden, die erlittenen Flüssigkeitsverluste auch wieder zuzuführen. Man sagt als Faustregel 150%, also ein Kilo noch ein Gewicht weniger, 150%, 1,5 Liter quasi in die nächsten 2-3 Stunden, dann trinken in Form von Wasser mit Kohlenhydraten und Salz drin. Das wird sich alles auswirken. Und den Schlaf dürfen wir noch nicht vergessen. Es ist so, wir sind ja hier auf der Triathlon Convention Europe, der Triathlon-Messe. Oben in der Messehalle sind ganz, ganz viele Stände von Ernährungsherstellern mit allerlei möglichen Nahrungsergänzungsmitteln, auch neueren Entwicklungen. Was kannst du den Athleten empfehlen, was, sage ich mal, grundsätzlich vielleicht schon in den Küchenschrank daheim gehört, richtig zu substituieren? Also grundsätzlich, es gibt ja dieses Schlagwort Superfood von meines Erachtens einfach total überteuerten Produkten. Wenn man in die Richtung geht, würde ich die normalen Lebensmittel vorziehen, wie wir vorhin gesagt haben, die Ananas, den Granatapfel, die Wassermelone etc. pp. Gut, was die Produkte anbelangt, da muss man halt einfach schauen, mit welchen Produkten man gut zurechtkommt. Und wenn man in Richtung, was die Nahrungsergänzung geht, so in Richtung Vitamine etc. geht oder auch Omega-3, wie wir gesagt haben, dann ist meine Sicht der Dinge, dass man nie einfach bloß so ins Blaue substituieren sollte, sondern immer laborwertbasiert das Ganze machen und dann schaut, wo hole ich dich eigentlich ab, wo stehst du in deiner Trainingsphase und was brauchst du. Brauchst du überhaupt irgendwas? Und wenn du was brauchst, wie viel brauchst du? Es ist ja so, auch jetzt steht die Trainingslagersaison wieder an, die Athleten fahren in Süden und es ist ja auch eine gesellige Geschichte. Das heißt, man sitzt zusammen, da wird auch mal vielleicht ein Bier getrunken oder Alkohol. Wir haben gerade die Hydrierung gesagt. Wie kann man damit umgehen? Ich meine, man will sich ja nicht nur kasteien, es sind nicht nur angehende Hawaii-Sieger dabei. Was kannst du damit auf den Weg geben? Also grundsätzlich ist so das Ziel eines Trainingslagers, muss natürlich jeder für sich selber definieren. Das ist ganz klar. Im Grunde ist Alkohol, naja,
absolut kontraindiziert. Und zwar nicht jetzt vom Alkohol per se, sondern Alkohol verschlechtert jetzt beispielsweise auch die Schlafqualität. Man schläft zwar besser ein, aber die Schlafqualität an sich ist schlechter und Schlaf ist auch halt unverzichtbar für die Regeneration und für die Leistungsentwicklung. Ich würde jetzt am alkoholischen Getränk würde ich jetzt einmal zum Beispiel einem guten Kakaogetränk oder Honigmilch den Vorzug geben, weil man da einfach auch in die Richtung Regeneration schon was macht und auch den Schlaf halt gut vorbereitet. Und man kann ja auch zum Beispiel alkoholfreies Bier trinken. Dann nehmen wir diesen Ratschlag mit und werden ihn weitgehend beherzigen. Caro, vielen Dank fürs Interview. Gerne, ich danke dir. Servus.